So, hallo und herzlich willkommen hier zum ersten SMP-Video, das endlich mal wieder seit langer Zeit wirklich pünktlich kommt, einigermaßen jedenfalls. Letztes Mal ist es ausgefallen, weil Weihnachten und so, da habe ich mir mal so gedacht, nein, da muss jetzt nicht unbedingt ein Video kommen, aber sonst passt ja eigentlich alles jetzt zur Zeit, ja. Ich hoffe mal, ich werde das durchhalten. So, jetzt mal kurz zu meinem Lieblingsthema, kann man eigentlich schon sagen, weil das ist ja nicht das, wozu ich ja am meisten zurzeit so sagen kann. Deswegen, warum soll ich das aufgeben? Ja, und zwar der liebe, gute alte Upload-Plan, ja. Dass ich auch wieder ein bisschen verändert, so dass ich jetzt wirklich zufrieden bin mit dem Upload-Plan, ja. Es war immer vorher so, ja, wer weiß, ja. Aber jetzt ist es so, bam, geiler Upload-Plan, ja. Also, ziemlich Premium. Und ja, ich werde die Änderung kurz beschreiben, ja. Warum kündige ich das an? Ich habe keine Ahnung. Naja, im Grunde habe ich nicht viel verändert. Ihr könnt ja auch selber mal nachgucken, wenn ihr auf meine Kanalinfo geht. Da ist ja ein Link zum Uploadplan, ein Google-Dokument oder irgend sowas in der Richtung. Ja, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass alle. Habe ich Jobblock gemacht? Nein. Dass alle 2 Tage SMP kommen, das heißt Montag, Mittwoch, Freitag, nein, jetzt bin ich durcheinander. Doch Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, genau. Ja, nur Montag und Sonntag sind dann eben 2 aufeinanderfolgende Tage. Sonst, ja, kommt eben dazwischen das Nebenprojekt, welches ich leider immer noch nicht habe. Ich dachte mir so, ja, wie wär's denn mit dem Minecraft Modpack, aber es gibt irgendwie nichts Ordentliches, ja. Jedenfalls, was es nicht schon zu. Oh, Facebook. Jedenfalls gibt es nichts Ordentliches, was es nicht schon 5 Milliarden Mal auf YouTube gibt, ja. Und. Oh Gott, nein. Oh Gott, ich glaube, ich werde gleich zugesperrt auf Facebook. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Also, wie gesagt, jedenfalls gibt es nichts Ordentliches, was es noch nicht in Hülle und Fülle auf YouTube gibt. Und ja, ich werde mich dann noch ein bisschen weit umgucken, aber ich denke, vielleicht wird es dann doch ein anderes Spiel. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich denke, das werdet ihr dann sobald wie möglich erfahren. Ja, sonst, ja, das Nebenprojekt kommt dann immer dienstags, donnerstags und samstags. Und dazu habe ich noch ein Nebenprojekt, kann man das so nennen? Ich weiß nicht. Und zwar werde ich eine Reihe wieder aufnehmen, die ja mit einer der erfolgreichsten Reihen auf meinem Kanal war, beziehungsweise das erste Video aus dieser Reihe ist mit eines der erfolgreichsten Videos auf meinem Kanal. Und zwar die Minecraft-Tutorial-Reihe, ja. Da habe ich wirklich auf dem ersten Tutorial zu die ein- und ausschaltbare Glocke ziemlich viele Klicks, deswegen habe ich das Video jetzt auch nochmal neu gemacht, ja. Mit besserer Qualität, besserer Erklärung und so. Und eben auch so, damit man auch alles versteht und ich nicht viel zu schnell rede, ja, wie das mir anscheinend letztes Video passiert ist, laut Kommentaren. Ich habe mir das nicht mal noch hochgeguckt, das konnte ich mir ehrlich gesagt nicht mehr antun. Das waren ja noch Zeiten. Ja, und wie gesagt, ja, da kommt dann immer ein Minecraft-Tutorial beziehungsweise ein Let's Build, ja, das ist halt unterschiedlich. Jetzt bei den Clocks habe ich das halt schon mal vorgebaut, damit ich hier so sagen kann, okay, hier ABC. Eventuell werde ich aber auch mal irgendwas, ja, Größeres bauen und da reicht es halt nicht, das ja kurz vorzubauen und dann zu erklären, sondern da muss man das wirklich, ja, wirklich komplett bauen und deswegen so Tutorial-Let's Build, weil als Tutorial verstehe ich nicht, wenn man das Ganze nachbaut. Deswegen so habe ich das versucht, so in ein Projekt zu packen. Genau. Ja, das war nicht mit den ganzen Änderungen. Falls ihr vielleicht noch Ideen für das Nebenprojekt habt, ja, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Mal ganz ehrlich, ja, ich bin so unglaublich einfallslos wegen dem Nebenprojekt. Das ist echt unglaublich. Also mir fällt wirklich nichts ein, ja. Alles, was mir einfällt, habe ich vielleicht. Also, mir sind ein paar Spiele eingefallen, ja, aber jedes Mal, wie ich dann so gedacht habe, okay, spiele ich mal kurz an, ne, um zu sehen, okay, hier ABC, XYZ. Aber irgendwie sind die alle nicht so Premium, ja. Da denke ich mir so, ja, jetzt spiele ich das an und dann irgendwie, ist ja doch nicht so, wie ich jetzt dachte. Vielleicht doch nicht so geeignet, das Nebenprojekt zu verwenden, ja. Deswegen, ja, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da gerne sehen wollen würdet. Und dann werde ich das versuchen, beziehungsweise vermutlich, das gucke ich dann,
Obwohl, was heißt versuchen eigentlich? Ziemlich sicher, ja? Warum versuchen? Ich sehe eigentlich keinen Grund zum Versuchen. Doch, falls ich entweder sage, okay, das Spiel gefällt mir gar nicht, ja? Ich meine, es gibt ja so ein paar Spiele, die gefallen mir gar nicht. Oder falls ich einfach kein Geld dafür habe, ja? Aber wer weiß, vielleicht habe ich das Spiel ja schon. Ich habe ja schon ungefähr. Ich habe ja schon ungefähr. Habe ich jetzt wirklich ungefähr gesagt? Nein, ich habe ja schon ungefähr. Nur einmal ungefähr. Lass mich schätzen. 90% der Spiele, die es überhaupt auf Steam gibt, ja? Deswegen dürfte das ganz gut sein, für alle, die sich verstanden haben. Ich habe maßlos übertrieben. So viel nicht. Ich habe irgendwie, was habe ich für Spiele? 120 sowas um den Dreh. Auf Steam und dann noch ein paar aus Origin. Ein paar ohne so ein Programm. Ja? Also es hält sich einigermaßen in Grenzen. Gut, ja, dann machen wir mal den Flug zu Ende. Und ja, ich werde auch am Ende des Videos nochmal das mit den Kommentaren sagen, weil es soll angeblich wirken, dass wenn man das am Ende des Videos sagt, weil das Video dann zu Ende ist, ja, die Leute sowieso vom Video gehen und sich dann nicht denken, ja, mache ich dann, aber ich gucke jetzt erst das Video zu Ende und das dann vergessen, ja. Also lieber ein bisschen warten. Ja, dann fliegen wir mal zurück, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, das ist immer dieses... Das finde ich zurzeit extrem schlimm bei SMP, ja. Ich weiß einfach nicht mehr, worüber ich reden kann, ja. Das war jetzt hier ein Thema für 6 Minuten und jetzt ist Ende. Ne? Jetzt rede ich mal wieder darüber, wie schlimm das ist, damit ich nicht weiß, worüber ich reden soll, ja. Und das kommt ja inzwischen ziemlich oft vor, ja. Und so, naja. Aber dafür habe ich wenigstens die ersten 6 Minuten was zu reden gehabt. Gut, und wir haben jetzt auch noch relativ viel Zeit. Mal gucken, wann ich das Video beende. Ich habe ja gesagt, beziehungsweise ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich es wirklich gesagt habe, bei SMP so, ja, hier, circa 10 Minuten. Aber ich denke mir immer so, wenn das jetzt unter 10 Minuten ist, dann ist das Video irgendwie mal zu kurz, ja. Wer weiß. Naja, ein bisschen geht noch. Auf jeden Fall ist es bei 7 Minuten. Jetzt werde ich das Video noch nicht beenden, aber ich denke mal so, weiß nicht. Es kommt immer darauf an, ja, wenn ich jetzt wirklich wieder lang darüber reden kann, ja, wie blöd das ist, damit ich nie über was reden kann in Videos und so, ja, dann dauert das Video noch bis zu 11 Minuten, ja. Wenn das aber gleich wieder Ende ist und ich das Ganze schon wieder viel zu schnell abgehandelt habe, ja, dann 9 Minuten, ne. Das ist sehr abhängig, ja. Deswegen sage ich, ja, schickt mir doch mal ein paar Themenvorschläge, ja, aber es kommt einfach nichts, ne? Naja, ich warte einfach, bis ich irgendwie 5000 Abonnenten mehr habe, dann geht das schon klar. Ach, wenn es weiter nichts ist. So, dann haben wir die Runde auch gleich beendet. Und wir sehen, ein Verbrecher wurde getötet. Oh nein. Immer diese Leute, die töten, ne? Wie die alte amerikanische Weisheit, wir töten Leute, die Leute töten, denn Leute töten ist schlecht. Das ist jetzt auch nur in Amerika, oder? Wahrscheinlich schon. Gut, Route abgefahren. Der Text ist neu, oder? Ich glaube nicht, dass da schon immer stand, Route abgefahren, Feierabend. Ja? Das glaube ich echt nicht. Wer weiß. Was ich mal kurz machen konnte, ist bei den Stats gucken. Nee, nicht bei den Stats, sondern bei den Scheinen. Ob ich mal in naher Zukunft andere Scheine machen könnte. Naja. Ich könnte Autoschein mit Anhänger machen, das hört sich lustig an. Ich bin ins Level 3, ja? Ja, genau bin ich, ja, muss ich mal gucken. Bei der Fahrschule vorbeifahren. Ob das mit Level 3 geht oder ob man höheres Level... Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Auto mit Anhänger. Fährt man dann vielleicht mit diesen Abschleppautos und hätte irgendwas da noch hängen. Naja, wie gesagt, wenn mir nichts einfällt, was jetzt leider der Fall ist, geht das Video leider keine ganzen 10 Minuten und genau das ist jetzt eingetreten. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ja? Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part SMP Live of Dream wieder. Bis dann und tschö.